Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch euer Hans YouTube am Stüssel. Und heute kommt das erste geilste Gaming-Video auf meinem Kanal. Und zwar werde ich mit euch mindestens ein oder zwei Runden dieses Spiel zocken. Das heißt Ballstars, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Ich spiele es noch nicht lange und ich spiele es auch noch nicht sehr aktiv. Deswegen, lacht bitte nicht über meine Statistiken und macht das Spiel einfach nur Spaß und wir gehen jetzt einfach mal rein in den Kampf. So, ich bin mit zwei anderen jetzt in einem Team und muss natürlich gegen dann drei andere, wie es ja immer in Ballstars ist, kämpfen. Die immer wieder respawned werden oder wie man auch sagt im Deutschen. Wiederbelebt werden, ich bin echt in die Küche, wenn man sieht, wie heißt das, weil ich irgendwie rückwiesbohren offen. Und, da sieht man halt, dass ich auch noch nicht so gut bin. Jetzt kämpfe ich gerade wieder. Obwohl, sehr schön, jetzt haben die ein paar Tod. Wir haben auch ein paar Tod. Fünf. Um dann den Waffen zu tätigen, bitte. Und dann ist wieder rückreform. Und ja. Wie Countdown. Also wir sind jetzt schon. Blaues Team, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Bro, Anfangs-Brawler sozusagen, einmal einfach nur verlassen. Drücken dann und dann gehen wir in den zweiten Brawl. Das ist ja wieder so ein guter Brawl und dann war's es auch mit meinem Video. Ach, hier ist auch eine Füße. Ja, Leute, ich heiße. Ich werde jedenfalls viel für meinen Kanal machen. Viele Videos. So, es ist jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Wir verlieren jetzt diesen Fight leider, wie man sieht. 11 zu 0. Und liebe Leute, 2 Sekunden, nein. So Leute, wir gehen jetzt noch zusammen in die Lobby und dann würde ich sagen, ich muss in die Schule, es steht kurz vor den Zeugnissen, da wird dann auch nochmal kurz ein Real-Life-Video kommen, wo ich euch die Noten zeige. Und damit endet nun mein kleines Unboxing von Brawl Stars. Hier war wieder euer Hannes YouTube. Ciao.